Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3 in Magieran. Ich habe hier offscreen schon mal beide Türen geöffnet, na, alle Shortcuts, um gleich weitergehen zu können mit euch zu den nächsten Bossen, inklusive einer alten Abrechnung noch reinhauen bei den Wächtern des Abgrunds, ne? Aber zunächst mal müssen wir ein wenig auskundschaften. Ich habe auch schon einen Riesen besiegt. Du gehst down, bitte. Sehr gut. Ich habe mir übrigens einen neuen Pfeil geholt. Zuerst hatten wir schwerer Seelenpfeil, jetzt haben wir noch den großen, schweren Seelenpfeil. Ich frage mich ja, was der Unterschied dazu ist. Oh Gott, ich möchte eigentlich nicht gegen den antreten. So, mal nebenbei. Ich weiß, dass gegen den auch den normalen Seelenpfeil wirkt, also den schweren. Also brauchen wir weniger AP von dem ganzen Magiergedöns. Ah. Ich sollte mal hochgucken, ne? Ich habe keinen Bock auf Hinterhalte. So wie den da. Ne? Sorry. Der Riese konnte ich auch nur schon killen. Weil ich von oben schon ihn auseinandernehmen konnte. Nur so mal am Rande. Da kommt man ja oben drüber. Und dann muss man da unten durch. Habe jetzt auf jeden Fall schon mal ein wenig klären können. Und was war das für ein Bug an der Tür? Könntet ihr sicher noch nachgucken bei euch. Heftig. Ja, im letzten Part hatten wir es, wie gesagt, gegen die Wächter des Abgrunds. Und vielleicht machen wir die auch noch in diesem Part, sofern mein Sohn mich nicht hindert. Vorhin hatte ich schon eine Konversation mit ihm, weil er war hundemüde nach meinem Training heute Morgen mit ihm. Ne? Man muss ja Babys auch ein wenig trainieren, kann man so sagen. Auch wenn es nicht viel ist, aber es macht sie halt schon hundemüde. Und dann habe ich ihm den Shoppen gegeben, ne? Und als er den fast ausgetrunken hat, ist er eingepennt. Kaum bin ich aufgestanden, ist er wieder hellwach gewesen. Dann nicht nur so, Kollege, du bist arschmüde, du gehst jetzt pennen. Und dann wollte er unbedingt nicht pennen. Ich habe ihm sogar nochmal einen Shoppen gemacht, obwohl das eigentlich zu viel wäre. Ich dachte einfach, vielleicht hat er heute mehr Hunger als sonst. Heute ist ja auch der 25. Ne? Dachte ich mal, ja komm, kann man ja auch nicht so sein an Weihnachten in dieser Hinsicht, in dem Zeitraum. Den wollte er nicht. Also wusste ich nicht, was ich mit ihm machen sollte. Also bin ich mit ihm in der Hütte rumgerannt, ein bisschen ihn beruhigt, weil er ist wirklich durchgedreht. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Und in diesem Schlamm kämpfe ich garantiert nicht. Ne, sehe ich nicht ein. Und wehe, einer invadet mich genau hier. Gegen die muss ich ja gar nicht antreten. Okay, da hinten ist ja nichts. Na gut, gut zu wissen. Ich dachte immer, dort wäre noch irgendwo ein Durchgang, den ich nie entdeckt habe, weil ich einfach, ja, nie dort hinten ran konnte, weil das war so ziemlich eine tödlich, also einer der tödlichsten Stellen für Nahkämpfer. Ja. Oh, jetzt übertreibt es aber. Na. Ey, Estos.
Ja, genau. Ja gut, wenn du es unbedingt auf diese Tour willst. Hallo, ich muss treffen, ich muss treffen. Wo bin ich? Ja, genau, jetzt bin ich hier. Ja, ist klar. War klar. Ist klar. Okay. Machen wir das nochmal. Das war ja grauselig. Das ist einfach dumm, dass man als Magier einfach die Ziele anvisieren muss. Ich hätte ihn auch mit den zwei Klingen killen können, aber... Euer Ernst gerade. Naja. Jetzt bin ich sauer, Freunde. Und zwar so ziemlich. Na? Nochmal auf den schweren Silbenpfeil. Hier auf die Doppelklingen. So, es reicht. So, weg. Jetzt komme ich oben aufräumen, mein Freund. So, meine Seelen sind zurückgekehrt. Mit dem Papi, würde ich mal meinen. Ah, hi. Und du bist doch eine verdammte Mimik, ne? Oh ne, die ist nicht hier, die ist doch da vorne. Rat suchen. Aha, interessant. Hä? Irgendwas möchte mich doch angreifen, oder bin ich da jetzt völlig falsch? Auf der Treppe kann man keine Waffen wechseln, das ist auch schlecht. Ah, genau, wegen der Kuh. So, wie viel macht es jetzt an Damage? Ja? 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 Ja, nee. Das war zu wenig Damage. Das war zu wenig Damage. Na. So. Danke. Du Kuh. Ich wollte eigentlich Waffe wechseln und auf die Klinge gehen. Aber hat ja auch noch gut geklappt. Heilige Mutter Maria. Bin ich dumm? Hallo? Weg mit dir. Dankeschön. Jetzt nehme ich fast das Item nicht mit. Ich dumm Idiot. Also ich dumm Idiot. Und da ist noch eine Glut. Ah, Mann. Oh. Also, ich gehe auch nicht sparsam mit meinen Estos um. Da war doch die Mimik. Na? Darf ich mal? Oh, das war Damage. Ja, das nennt man auch Damage. Ich wollte gerade sagen, hoch kannst du ja, ne? Hm. Oh! Was für ein Tritt! Was für ein Tritt von der Mimik. Nein! Ja, ich bin instant tot.
Du hast mich gefressen, das ist dir schon bewusst. Aber warum? Ich bin doch gedodged. Warum passiert mir sowas, wenn ich dodge? Ich hätte es ja verstanden, wenn ich... Naja. Hinterfragen wir das Ganze nicht. Ich hätte es, wie gesagt, verständlich gefunden, wenn ich zu spät gedodged hätte. Es hat sogar genau gepasst in den Radius. Aber es ist okay. Die Frame wollte es mir nicht gönnen. Also die Frames wollten die mir nicht gönnen. So. Sorry. Ja, genau. Es reicht. Komm her. Komm her. Ja, ich sagte, komm her. Nicht gegen mich, mein Freund. Sowas klappt nur einmal. Mein Freundchen. Ich muss trotzdem mal kurz wechseln, weil den hole ich hier mit Magie runter. Definitiv. Ja, nee, ist klar. Und du machst mal einen auf schweren Seelenpfeil, bitte. Weil du machst uns kaum Damage. Hä? Sorry? Nein? Sehe ich nicht ein. Warum bist denn du runtergekommen? Echt mal. Der verschlingt mich, ne? Nochmal. Danke. So. Ja, genau. Und wo sind meine Seelen? Nein. So. Wieder ziemlich Schaden reingezimmert. Ja. So. Weg mit dir. Foliant des Abgrunds. Nice. Für dich reicht's noch. Hier können wir jetzt auffrischen. Hier ebenfalls. Wenn der da. Dein Ernst gerade? Was zum Geier übst du? Aha. Interessant. Kommt jetzt da hoch, oder wie? Das wäre ja ganz schön hohl. Komm. Geht der jetzt wieder weg? Er ist sowas von Mongo. Dankeschön. Also, ich glaube, das war der einfachste Bossgegner. Also Boss. Einfach Ritter, den ich hier besiegt habe. Mit Schild. Als Magier. So läuft es. Und nun? Der hinterlässt ja nicht mal was. Der dreckige Bastard. So, hier haben wir wieder unseren Kollegen Spinny Gonzales. Hallo? What? Ja, da ist sie schon. Da ist sie schon. Und wie viel nimmst du weg? Ja, ein bisschen mehr, ne? Und jetzt noch einen kleinen Seelenpfeil hinterher und du bist weg. Saphir von Aldrich. Oh Gott, Mann, da oben, hing das Ding. Glut nehme ich auch ganz gerne mit. Jetzt haben wir wieder 12.000.
Ich werde da mal auffrischen und jetzt weiter im Text. Ah, wunderbar. Endlich können wir mal erforschen, was wir erforschen möchten. Da man ja so als Magier von weitem alles abknallen kann. Das ist einfach Beste. Aha. Okay. Nehmen wir mal an. Den Schrott. Und hauen den mal hoch. Komm schon. Durchlaufen. Jetzt mal schauen, ob wir gegen den hier eine Chance haben. Ernst? Oh oh. Hör ich den Riesen? Ja, genau. Wie viel kommen denn hier bitte? So. Wenn du wirklich Stress willst, musst du hier an den Zufall kommen. So. So. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Klabautermann. Und das interessiert den nicht? Okay. Ich hoffe nur, ich habe genügend Mana. Aber ich muss danach wieder zurück, ne? Weil ich habe danach nichts mehr. Noch einen schweren Seelenfall hinterher. Und ja, jetzt machen wir wohl den letzten Trank mit rein. Schweren Pfeil, ne? Oh, verdammt! Ey, willst du mich verarschen? Und nun? So. Spinnt der? Echt mal. So. Da muss ich doch sicher irgendwie noch anders abziehen können. Über die Füße und so. Drangstiefel. So. Ja. Der bringt seinen eigenen Dudes um. Au. Na gut. Davon habe ich wenigstens noch was. Oh, ich bin durch seinen Fuß durchgerollt. Seht ihr, da funktioniert es dann. Aha. Oh, du bist ja fast down. So. Sorry. Und du? Na gut, du bist nicht wirklich ein Gegner. Ja, genau. Übertreiben kann man es auch, ne? Geht mir nicht auf den Sack. Oder? Was meint ihr? Drangstulpen. Ich müsste dann mal kurz gucken, ob ich nicht schon einen besseren... so eine bessere Ausrüstung hätte.
So, da nehmen wir alles noch, was mitzunehmen ist. Bleiche Zunge. Okay. Nehmen wir alles mit. Drang, Stolperhammer. Warum habe ich dort ein Item vergessen? Ich gehe das mal noch holen. Hier habe ich auch noch große Titanschäbe. Ja, auch ein Küchlein. Okay. Kleine Titanitscherbe. Seht ihr? Immer gut zurückgehen, wenn ihr noch sowas seht. Einfach mal, weil das für euch was bringen könnte. So, ja, nee, ist klar. Ich gehe mal hinten lang, ne? Sorry. Weil dort haben wir schon wieder einen Boss, den ihr dann braucht, um nach Anor Londa zu kommen. Na, ist nur mal so angemerkt. So. Ah, der ist schon unten. So. Da haben wir jetzt eine Abkürzung. Von dieser Seite aus. Aha. So. Da können wir jetzt auch immer straight lang, wenn wir keinen Bock haben, hier unten durchzulaufen. Und kennt ihr den noch? Den Zwiebelritter, aber es ist nicht der normale. Naja gut. Da ich diese Quest irgendwie bei meinem alten Stand nicht mehr triggern kann, warum auch immer, der ist bei mir nicht mehr da. Freue ich mich jetzt umso mehr, dass der hier ist. Well, you look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure? Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Just hold your horses a moment. I know. Treasure is so sorely tempting. Und jetzt müsst ihr gucken, was das Arschloch macht. Er nimmt nimmt seinen Helm ab und zeigt uns sein Face. Shame on you, you greedy guts. Hi, du Klumpen Scheiße. Thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Zum Glück habe ich die Riesen schon gekillt. Vollidiot. Also in Teil 1 hatte das mehr Sinn. Where's the old giant? What? Where's the bloody giant? Okay. Just what have you done? How dare you? Have you no shame? Nö. Damn. 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 Tja, kann passieren. Ich gehe jetzt mal zurück. Ganz zurück. Zum Feuerbandschrein, meine Freunde. Gucke, was ich dort so machen kann. Level-up technisch und so. Und dann geht es hier oben hin. Genau. Um zum Schatz zu kommen. Eigentlich, nee. Mit 17.000 renne ich nicht da oben lang. Nee.
Nee. Also später dann schon, ne? Aber jetzt zur Zeit ist das noch viel Seelen. Weil ich bin noch nicht so overpowered, wie ich es sein müsste, sein wollte. Als Magier. Da fehlt noch ein wenig Power im Arsch, würde ich sagen. So viel dazu. I hear that if I blessing of the... Ah, Fenstermondtreue. Oh, cool. Was gibt's von dir, mein Freund? Seele eines Kristallweisen. Hab ich den für was anderes ausgegeben? Ach ja. Aber das hat's mir doch nicht angegeben. Von oben. Ja, aber ob das so gut wäre, ich weiß nicht. Ach, verdammt. Schade, 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 weil ich möchte jeden Zauber haben irgendwann. Das heißt, ich muss noch einen zweiten Run starten mit dem. Was haben wir sonst hier so? Lebensring, erhöht maximale TP, haben wir doch schon. Verstärkt Schadensminderung bei vollem TP. Ja, was bringt mir das? Bei vollem TP? Genau. Ashen One. Ich glaube schon fast, dass ich jetzt hier mal ein bisschen Level Up beginnen werde. Level Up Setting. Betreibe. Intelligenz. Jetzt ist die Frage, bis Level 40 werden wir safe stärker. Wir können ein Level Up machen. Okay. Kondition wäre auch nicht schlecht, aber dafür möchte ich wirklich zuerst genügend Damage machen auf Bossgegner, auf keine Ahnung was. Farewell, Ashen One. Weil bis jetzt reicht das, weil ich so eine leichte Rüstung anhabe eigentlich. Und eigentlich auch sonst nichts schwer ist an mir. Ich könnte seltener Doppelschwerte führen. Aber die würden halt auch um das doppelte Gewicht haben. Warum kann ich das Ding nicht benutzen? Ich sollte es vielleicht so anziehen. Ja, das könnte sogar noch funktionieren. Aber es ist halt noch nicht upgegradet. Mal schauen. Was passiert, wenn ich es upgrade? Ich glaube, das habe ich auch in meinem Nahkampf-Run gehabt. Das Ding kann ich jetzt nicht erhöhen. Dafür brauche ich eine große Titanitscherbe. Und da kann ich wenigstens einmal erhöhen. Weil jetzt fehlt mir schon wieder Titanitscherben. Klar, ich könnte kaufen, aber zur Zeit eher weniger. Momentan ist definitiv meine andere Waffe noch besser. Aber gut. Ja. Aber gut zu sehen, dass ich eine Ausweichswaffe hätte, wenn die kurzen Klingen zu kurz sind, wenn ich eine höhere Range brauche. Ne? So. Feuerkapelle der Erläuterung. Und wir haben schon wieder eine halbe Stunde geplayt, ne? Echt nicht schlecht. Ich mache mit euch nur noch bis zu Rosarias Gemach. Ich glaube, den einen Boss machen wir noch nicht und wir versuchen vielleicht nochmal
die Wächter des Abgrunds zu legen. Vielleicht mal schauen. Ich dachte nicht, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde wieder dran sind an dem ganzen Schrott. Okay. Waffe ausgerüstet. So, weg mit dir. Und dann runter mit dir. Ich möchte dann wieder einfach so hochkommen können, falls ich hier sterben sollte. Ach so, ja, das ist sowieso gut, dass ich die Doppelklinge ausgerüstet habe. Gut. Sehr schön. Abgrundring. Was zum Geier? Erlaubt einstimmen zusätzlicher Zauber. Okay. Das ist geil. Oh. Das könnte was bringen. Dass vielleicht mein nicht mehr so lang braucht. So, du bist weg. So. Nö. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück habe ich... Oh, der kam zur rechten Zeit. Der Ring. Heilige Mutter Maria. Aber bitte nicht. Mach keine Scheiße. So, danke. Nicht mit mir. Da hinten hin muss ich trotzdem noch. Hallo. Und weg. Aha. Nein! Oh Gott, woher kam denn der Schwertfuzzi? Heilige Mutter Maria. Den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ah. Ach so. Da droppt ihr runter, ne? Tut mir leid, aber nicht heute, nicht jetzt. Hä? Wollt ihr mir sagen, man könnte irgendwie auf das Dach oder wie? Wäre jetzt mir irgendwie einen Gegner angezeigt gehabt, aber gut. Es ist so viel angenehmer als Fernkämpfer ohne Spaß. Tschüss. Ich bedanke mich. So. Weg mit dir. Die kleinen Scheißer können gar nichts mehr. Da gibt's auch keine Mauer. Dann muss man hier rein. So. So, weg. So. Wunderbar.
Jetzt haben wir hier noch drei Ritter. Oh. Ich glaube, der hat das nicht so ganz überlebt. So. So. Oh Gott. So, weg mit dir. Gesegneter Edelstein. Okay, easy. So muss das. Und ja, nicht schnell über die Scheiße gehen, ne? Sonst, könnt ihr immer noch Gefahr laufen, runterzufallen. Wie dumme Plebs, So. Ich renne jetzt da rüber. So wahr mir Gott helfe. Entweder fällt der runter. Ja. Was er auch tut. Yep. Und gibt mir seine Punkte. Scheiße, ne? Und jetzt haben wir hier nur noch einen. So. Ja, ja. Oh. Ja, gut. Ihr könnt mir auch alles schenken, ne? Okay. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen einfachen Run, ne? So, super. Super. Und jetzt bin ich drüben. Sorry. Welcher Magier gewinnt wohl, ne? Der Nahkampfmagier. Sorry. Und jetzt kann ich den wieder hochholen. Also die Scheißbrücke. Und jetzt reden. Ah? Yes. Hello. I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Was heißt hier unentfacht, mein Freund? Aber man kann hier bei ihm komischerweise die Katharina-Kleidung kaufen. Die ominöse, schlimme Kleidung. Ich kaufe mir beide. Katharina Stulpen kann ich noch nicht kaufen, aber gut. Passt auf jeden Fall. Thanks, good com. Ja, ja, kein Problem. Habe ich noch irgendwelche normalen Seelen, die ich nicht benötige?
So. So. Ja, gut. Passt doch. Jetzt kann ich mir beide Sachen hier auch noch kaufen. Inklusive das da und das da. Ja, die schwarze Lederhose brauche ich eigentlich nicht wirklich, aber kaufe ich mir irgendwann auch noch, weil du kommst sowieso zu mir nach Hause. Ja, kein Problem. Ich lasse gerne ein bisschen da. Patches, du Arschloch. Aber gut, ich habe es überlebt, wie gesagt. Ich habe auf deine Scheiße gekontert. Und du konntest nichts machen. Sorry. So, es reicht. Ich gehe zuerst auf den hier. Oh Gott, die sind in der Gruppe ja heftig. So. Ich gehe mal hier rüber. Ja. Mach mal Türe auf. Da können die mir gar nichts mehr. Ja, kotzt mich an, ihr grässlichen, hässlichen Wichsknödel. Ja, da ich hier gerade an einem Port stehe, wo ich dann mich wieder heilen kann. Let's do this! Nicht töten, nicht töten lassen. Was für ein ekliger Haufen Scheiße. Und was machst du hier? Nö, hab ich nicht. Weil der steht sicher wieder hier, wenn ich das hier betätige. Hauptsache, sie hier lebt. Die da. Aha. Weil hier kann man seine Stats erneuern, jederzeit, und wieder neu einhauen. Oh mein Gott, ich bin hier wieder weg. Aber ich bedanke mich ganz herzlichst, ne, mein Freund. Reisen, Kapelle der Erläuterung, eigentlich könnte ich von Rosaria Schlafgemach direkt runter und dann ja, gegen den Boss antreten, gegen den optionalen, wenn man so möchte. Man muss ihn erst als Hauptboss betrachten, wenn man nach Anor Londo möchte. Sonst ist er nicht optional. Also sonst ist er vollkommen optional, besser gesagt. So, hier sind wir alright. Ich versuche nämlich trotzdem gerade mal gegen den Boss. Ich habe gerade keinen Bock, gegen den Wächter des Abgrunds anzutreten. Vor allem da in der ersten Phase. Oh, hä? Vor allem da in der ersten Phase. Von dem Boss. Die Schwerkraft erwirkt, ne? Die Schwerkraft, bin ich jetzt ganz behindert. Oh, nee. Ja, und ich bin jetzt noch behinderter. So. Ich bleib gerade hier stehen. Jetzt solltest du eigentlich wieder hoch. So. Hier bei dem Boss, ne, ist das einzige Problem, dass seine Seele zuerst in der ersten Phase von einem Vollidioten zum anderen wechselt.
Und das finde ich nicht gerade cool. Und das ist für einen Magier eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Dass man keinen Fixed Damage machen kann. Außer man tötet ihn indirekt und seht ihr, wie viel Schaden das nur macht. Und ich habe noch 7 Estos. Aha. Und wie soll ich an den rankommen? So. Seht ihr, jetzt hat schon ein anderer wieder. So. Ja, ja. Alles in Ordnung. Ja. Wie soll man das jetzt machen? Weil die werden mit der Zeit auch nur aggressiver, nicht irgendwie lieber. Ja, genau. Stech mir eure Scheiße ins Arsch oder so. Oh. Backstab. Was funktioniert auch? Das ist ja geil. Ich wusste nicht, dass Backstabben funktioniert. Zum Glück habe ich das überlebt. Ja, genau. Ja, genau. Und mit als Magier komme ich nicht zu ihm durch, ne? Oh Gott. Und der hat noch Magieresistenz, ne? Kann das denn sein? Oh Gott. Ich hab's überlebt, warum auch immer, ohne Schaden. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich... Ja, klar, ich bin tot, warum auch immer. Ich weiß nicht, was mich jetzt gekillt hat. Wahrscheinlich die Schadensmenge. Keine Ahnung. Aber wir können nichts machen, Freunde. Wir können nichts machen gegen die. Außer eben, wie gesagt, am Anfang backstabben. Aber ich wusste nicht mal, dass das geht, backstabben. Oh. Und da kommt mir eine grandiose Idee in den Kopf. Ja, wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass man dies backstabben kann. Ich dachte, das ist ein Boss, den man höchstens parieren kann, wenn er zuschlägt, aber in der ersten halben Phase kann man einfach nur backstabben. Und dann sollte der Rest eigentlich easy von der Hand gehen. Und dass der Wurm Heini den guten Patches nicht angreift, das ist auch ein wenig verstörend. Gut, habe ich da wieder hochgelassen.
So. Weil dann kann ich instant wieder hier hin. Na gut. Freundchen. Das war jetzt unnötig. So, doppel. Wo sind meine Seelen? So. Danke. Ja, genau. Triff mich halt. Obwohl ich mich bewege. So, danke. Backstabben. Oh, nee, jetzt hat schon ein Nächster. Ja. Komm. Das mit dem Backstab funktioniert nicht ganz so, wie ich das möchte. So. Danke. Nein! Verdammt! Die Großen muss ich immer zuerst andamagen. Aha. Oh Gott, nee! So. Weg. Endlich weiß ich, wie man backstabbt. Richtig. Diesmal können die mich am Arsch. Kreuzweise. Nur der Radius wird mir ein bisschen zum Verhängnis werden. So. Weg. Auch mit dir. Jetzt wird der Obermacho antanzen. Ah, nee. Ach Gott. So. Wunderbar. Gebackstabbt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Ein Boss backstabben. Die Fetten kann ich nicht umschmeißen. So. Stehen so hart aufeinander. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Nein, ihr könnt mich mal kreuzweise. Seid ihr mal lieb? Ja, genau. Aha. So, es reicht. Ey, das ist dem völlig egal, ob ich jetzt in ihn reinknalle oder nicht. Ich bin verflucht und sterbe einfach. Und mache ihm kaum noch Damage, warum auch immer. Klar, meine Waffe wird auch schwächer, aber dennoch. Ich sollte ihm doch wenigstens noch irgendwie Damage machen können. Also, ich weiß nicht, wie ich an dem Boss vorbeikommen soll. Klar, ich könnte noch versuchen, meine anderen Waffen irgendwie zu gebrauchen. Das heißt,
das Söldner-Doppelschwert und so weiter und so fort, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaube echt nicht, dass das was bringt. Und 10 habe ich schnell wieder zu sammeln. Da muss ich nur einmal ein bisschen drumrum gehen und dann habe ich da wieder die gewünschten Seelen, um irgendwas abzugraden. Aber dennoch, wie gesagt, ich glaube, ich habe nichts. Das Einzige, was ich vielleicht hätte, wäre sowas, aber... ich muss die Doppelschwerter ausrüsten, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich kann vielleicht nicht so viele Schläge tätigen, aber mal ganz ehrlich, brauche ich die Schläge? Ich glaube nicht. Ich brauche einfach eine Range, um mehr Schaden auszurichten. So. Ich hole mir zuerst mal meine Seelen zurück. Dann gehe ich hier hinten, hinter den Kollegen. Ja, klar. So. So, weg. Das waren die ersten Damages. So. Eins, zwei, drei und dann... So. Danke. Du bist auch praktisch weg. Ja, nee. Wie gesagt, die Waffe macht sogar noch ein wenig weniger Damage als die letzte, aber ist immer noch gut genug, würde ich sagen. Oh. Danke. Du gehst liegen. Der nächste kommt hier. Irgendwo. Hier. Oh. Fail. So. Jetzt haben wir den rechten getroffen. So, danke schön. Aber machen wir wirklich nur so wenig Damage? So. Ah, verdammt. Aber immerhin jetzt erst mein erstes Astros und der hat schon fast die Hälfte der Lebenspoints nicht mehr. So, Dankeschön. Sorry, ich musste hier da mal reingrätschen. Ja, genau. Der fängt schon wieder an, so gravierend zu nerven, dass es ja nicht mehr feierlich ist. Ja, und ich bin tot, weil ich nichts mehr gesehen habe. Ja gut, ich glaube, das war's für heute. Oder so. Vor allem den könnte jetzt dann mein Sohn noch aufstehen.
Das wäre noch die andere Sache. Und in einer Stunde kommt schon meine Freundin nach Hause. Ich glaube, ich muss noch ein wenig abwaschen gehen und so. Aber es hat gar nichts in der Sonne. Na? Egal, ob ich jetzt so ein Messerchen nehme oder ob ich jetzt eine Riesenwaffe nehme. Ich bräuchte eigentlich einen Special Move. Sowas wie Regi mal hatte, wo so einen rumsliden Move erzeugt wird. Geht das vielleicht doch mit dem? Einfach mit... Ja, könnte schon fast so aussehen. Wartet mal. Okay. So schlägt er auf jeden Fall mit beiden zu. Probieren wir es doch nochmal. Wenn das klappt, weiß ich ja nicht, aber zumindest hätte ich dann eine schöne Chance, die ich einfach nur habe, um durchzusäbeln. So. So. Ja, warum nicht? So. Ja, warum nicht? Da hindere ich wenigstens die anderen dran, irgendwas zu machen. Größtenteils zumindest. Na. Ich glaube es ja nicht. Das hackt hier. So. Ich muss da mal kurz ein bisschen raus. So. Ja, komm. Oh Gott. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ist okay. Aber die mit der Zweischwert-Style-Technik, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall. Das hat jetzt ziemlich schnell alles abgezogen. Das Einzige, was mir immer noch im Weg steht, sind die vielen Leute am Ende. Ich glaube, die kann man aber gar nicht dezimieren. Die kommen immer wieder. Was ist eigentlich hier? Naja. Das ist einfach viel zu kurz, meiner Ansicht nach. Und die Stärke habe ich nicht, um mehrere, also um ein besseres Schwert zu führen. Das Einzige, was ich wie gesagt kann, ist das Doppelschwert hier führen. Und leider gibt es auch keinen schnelleren Weg zurück zum Boss. Klar, ich könnte auch von der Kapelle an sich zurückgehen, aber bringt mir, glaube ich, in dieser Hinsicht nicht viel. Weil ich muss nur durch den Sumpf und, naja. Da gehe ich jetzt lieber hier lang. Ja, genau, schon wieder. Ich hasse es.
von den Lurchen getroffen zu werden. Und wer schenkt mir immer 110 Points? Ich töte ja gar keinen hier auf dem Weg. Die töten sich teilweise echt selbst, die Gurken. Hallo? Hallo? Töte mal! Das war jetzt nicht ganz schlecht. Nee. So. Das wäre jetzt der größte Scheiß gewesen, hätte ich jetzt den wenigstens nicht noch mitnehmen können. So. Danke. Also als Nahkämpfer wäre ich hier schon lange durch. Na? So. Wunderbar. Ja, genau. Aha. 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 Ja, ist klar. Ja, ist klar, und ich bin gleich tot, ne? So oder so. Das ist so eine miese Taktik. Hallo. So. Ja, klar. Ich wollte trinken, ne? Na egal. Ich habe für heute genug abgelost und es sind nur 3000 Seelen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, wenn wir weitermachen hier mit unserer Magier-Run-Session. Ob wir diesmal besser dran sind im nächsten Part, keine Ahnung. Jetzt haben wir sowieso nur noch Bosse vor uns gerade. Würde ich mal meinen. Ja, ich muss einfach noch zur Bestätigung, dass ich nur gegen den Boss jetzt ein bisschen auf die Fresse kriege gerade, weil ich nicht weiß, was ich da am Ende noch tun soll, wenn er in die Scheißphase rübergeht, weil hätte ich genug Zeit, ne? Kein Problem, kein Problem. Aber irgendwann werde ich einfach verflucht und, oder also, naja, und ob das so eine geile Idee ist. Naja. Was ist denn mit der Waffe verkehrt? Irgendwie ist die nicht das, was ich brauche. Die hat jetzt voll
keinen Damage mehr gemacht. Na? Das war irritierend. So, hi. Ja, genau. Ja, au. Au, 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 au. Ja, ist klar. Erster Abgrund der Wächterversuch ging in die Hose. Okay. Ah, kein Problem. Warum ging das Backstabben nicht? Das ist die andere Frage. Hallo? Ich mach eigentlich nichts falsch. Muss ich halt auch gerade dazu sagen. Gut, normal. Habe ich dem auch Schaden zugefügt? Okay. Das ist ja nice. So, danke. Danke. Ja, na, warum rollst du nicht? Das ist immer dasselbe. Würde er rollen, hätte es halb so viele Probleme hier. Hey, könntet ihr mal... So. So. Danke, tschüss. Das müssen wir eigentlich nicht mehr angucken. So. Ah, 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 nein. 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 Ja, klar. Er will nicht mehr rollen und ich habe... Darf ich mal? Ich habe doch meine kleinen Schwertchen ausgerüstet. Es kann also nicht sein, dass ich jetzt mehr wiege oder so. Ich habe auch keine Ausrüstung gewechselt. Das heißt, was? Warum funktioniert mein Kreis nicht? Willst du mich verarschen? Und Magieschaden macht doch nie so viel Ausdauer kaputt, dass ich sagen müsste, ich kann nicht mehr draufknallen. Bin ich schon so oft ausgewichen? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber doch, ich bin gut, muss ich sagen. Nur mein Timing teilweise ist miserabel, aber bei wem ist es das nicht? So. Nein. So, wunderbar. So, wunderbar. Na, jetzt hat es schon wieder nicht gezielt. Habt ihr gesehen? Ich bin nicht mehr zum Kreisdrücken gekommen. Entweder ist das ziemlich dumm, was ich da mache. Oder keine Ahnung. Zum anderen werde ich jetzt auf meine stärkste Sache wechseln, was ich habe. Und die wäre die da, großer, schwerer Pfeil. Also besser geht's nicht. Und eigentlich möchte ich da noch den Stab hier mal ausrüsten. Ne, wo ist er? Den darf ich, glaube ich, noch nicht spielen. Was ist denn das? Goldfalkenschild, okay. Heiligbaumranke.
Fäulnis, Sonnenlicht-Talisman. Wo war das eigentlich? War das der da? Rapier des Kristallweisen? Ja, ich glaube, das war das. Ich habe die Waffe hier genommen. Kann ich mit dem Rapier des Weisen... Magie wirken? Nee. Ja, ich habe sogar die völlig falsche Waffe genommen. Ich Vollidiot. Ja, ich hätte lieber den Zauber genommen. Meine Fresse. Dass mir das passiert. Ja, ich dachte, das wäre ein Zepter, ne? Also, so... Der Stab des Kristallweisen, ne? Und kein Zauber. Aber gut, dann eben nicht. Ich hoffe nur, es war kein ziemlich starker Zauber, weil sonst kotze ich im Strahl. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Hast du mich überhaupt? Ja, hast du. Mhm. Moment, passiert mir jeder Fehler und ich treffe kein einziges Mal. Hä? Was war das bitte gerade? Gut, das ist ein Double, aber... So. So. Könnt ihr... Ihr mal gegeneinander kämpfen, gut. So. So. Weg. So. Zweite Phase beginnt und ich hoffe, ich stehe dem nicht gerade vor der Nase. So. Ja, genau. Ist klar. Ist klar. Oh, nein, Instant Kill. Nein. Ich hab doch die Waffe nicht, diesen Move nicht mit einberechnet. Nein. Wir sind schon wieder über eine Stunde und 20 Minuten am Aufnehmen. Das ist sowas von hässlich. Und wir kommen nirgends hin. Und mein Sohn pennt immer noch. Ich gehe da mal gleich gucken, Mann. Wer hier, der ist tot oder so. Das wäre jetzt die schrecklichste... Macht ihr euch als... Also ich weiß jetzt nicht, ob mir mehrere Eltern zugucken oder so. Ich weiß ja nicht, ob ihr selbst ein Kind habt oder so. Aber das Schlimmste, was einem passieren kann, man ist nicht im Hause oder man... Also im Hause schon, aber man ist einfach nicht vor Ort, wenn das Kind irgendwie deine Hilfe benötigt hätte. Ne? Weil es gibt ja öfters mal bei wirklich todkranken Leuten, ne? Dass also todkranken Kindern, also todkrank ist jetzt übertrieben, aber einfach Kindern, die schwer behindert sind und nur noch mit Hilfe überleben können. Und dann sind die Eltern vielleicht nicht immer da, ne? Und dann macht das Kind Selbstmord oder so. Keine Ahnung. Das ist der heftigste Shit. Was? Der hat seinen Kollegen schon gekillt. Jetzt übertreibt ihr es, ne? Yes! Yes! Das war perfekt und ich kann jetzt direkt beide schlucken und
großer, schwerer Pfeil in your face kicken. Nein! Ey, aber warum reagiert das Scheißding nicht? Teilweise. Nein! Oh Gott! Da habe ich es jetzt verstanden, da bin ich am Magiewerken gewesen. Nein! So. Seit wann kann der ausweichen? Jeden Meter. So. Was? Der trifft sogar so einen Scheiß. Ja. Wenn ich jetzt getötet worden, wie auch immer. Ja, so wie jetzt. Keine Ahnung. Er fängt ab der Hälfte einfach alles an zu parieren. Das ist ja mal heftig. Ich weiß nicht, was der gefressen hat, aber auf jeden Fall Steroide as fuck. Und ich gewinne nicht mal gegen den leichtesten Boss. Also einer der leichtesten Bosse, Mann. Ich krieg zu viel. Das mache ich nochmal, wenn ich ein bisschen abgegradet habe in Sachen Schwertchen. Ich brauche noch ein bisschen kleine Titanic-Brocken und keine Ahnung was. Funkel-Titanic-Brocken brauche ich dann später auch noch, glaube ich. Auf jeden Fall muss ich meine Waffe um einiges verstärken, sonst habe ich mit meinen jetzigen Skills keine Sonne gegen den anderen hobbylosen Knilch. Ja. So, jetzt wird nicht ausgewichen, jetzt wird Randale gemacht. So. Warum greifen mich drei an? Das war so eigentlich nicht gedacht. Und jetzt bin ich wieder völlig falsch am Stehen. Nee. Ja. Au. Ich habe seinen Feuerrange vergessen. Aha. Ja, genau. Und wie schnell der einfach mal aus den Pötten kommt. So. Ja. Ist klar. Ja. Aha. Aha. Hallo. So. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wächter des Abgrunds. Finster Asche erhalten. Ja. Ja. Glut wiedergekehrt. Ja. So was nenne ich doch Maestro as hell. Die können mich mal. Jeder einzelne kann mich mal. Heilige Mutter Maria. Also nicht ihr Leute, ne? Aber jeder einzelne Boss hier kann mich definitiv mal kreuzweise lecken. Heiliger Scheiß. Und jetzt darf ich mit Stolz zum Schlafgemach.
Und vor allem Ding, das letzte Mal habe ich das ja alles noch irgendwie mit Leuten gemacht, irgendwie, also mit Leuten. Ich habe einfach jemanden herbeigeschworen, herbeigerufen. Und jetzt mache ich das mit Mage einfach mal so. Obwohl ich nicht gerade die größten und besten Bedingungen Welcome home, hatte, speak weil very wegen, well, then touch, take nourishment. ihr habt doch bemerkt, dass ich nicht teilweise hinterhergekommen bin, ne? Das war nicht gerade genial. Very well, then take. Naja, gut, da wir die Stärke nicht erhöhen müssen, Belastbarkeit. Ja, komm. Erhöhen wir Farewell, die Intelligenz noch ein Ashen wenig. Bis auf One. 40. Soweit, so gut. Ashen One. Schnauze. Wir You did können well. mal durchwirken. Und zwar die Waffe hier. Wo ist sie? Was, wir können die doppelte Waffe nicht durchwirken? Doch, hier. Ich habe schon einen Kruger, so ein kruder Ding mal gehabt in meinem alten Playthrough. Ah, er ist sowieso nicht auf Magie. Kruder Edelstein. So. Jetzt haben wir sogar schon ein stärkeres Schwert, als wir hier haben. Und jetzt noch verstärken. Kleine Titanitscherbe. Pretty Ich beaker. komme gleich. Nochmal. Kein Problem. Ah. Gegenstand kaufen. Hier, kleine Titanitscherbe. Eine einzige brauche ich, mehr nicht. Asche. Aber ich glaube, ich gebe den Rest dann auch noch aus für die Titanitscherben. Und jetzt fehlen schon 6 Titanitscherben. Wenn ich noch 6 hinbekomme, warum nicht? Aha. Was bräuchte ich eigentlich, um einen Bogen zu führen? 12 Stärke nur. Ach, wie niedlich. Könnte ich bei Gelegenheit dann mal machen. Noch 6 kann ich genau dazu tun. Okay, Ashen interessant. One. Dann gibt es noch mal ein kleines Level-Up für mein kleines Schwertchen. Was? Ach, Pretty be ernst careful. gerade. Schnauze, ich brauche nämlich auch noch Seelen. Schwindende Seele. Reicht die überhaupt? Ich hoff's. Nö! Euer Ernst Pretty be gerade? careful. Euer fucking Ernst? Es reicht wegen so wenig nicht. Okay. Muss ich annehmen, ne? Immerhin ist jetzt mein Schwert nicht mehr allzu unnütz. Oder meine Schwerter so rum. Und endlich trage ich die Glut an meiner Seite. Ach so. Was bekomme ich hier raus? Nur die Seele eines Wolfsbluts. Keine Ahnung. Zumindest Do not be. warte ich jetzt noch mit der Seele und gehe jetzt noch zu Rosarias Schlafgemach. Weil es das Einzige, wie gesagt, was wir noch tun können. Und ich werde, glaube ich, sogar noch kurz, bevor wir jetzt die Folge beenden, noch was ausrüsten. Und zwar den Heimatknochen, um safe wieder zurückzukommen. Den werde ich aber
Schwarzer Lebewohl-Kristall. Den werde ich jetzt aber durch das eintauschen, ne? Eigentlich könnte ich ja das da machen. Und nochmal schnell zurückgehen. Feuerbandschrein. Und mein Schwert noch ein bisschen upgraden, weil es ist vielleicht nicht viel, aber es macht dann schon was aus, wenn man da am Ende des Tages drüber guckt. Na? Schnauze. Und wie viel noch? Ja, heilige Mutter Maria. 172 Schaden, Freunde. Ja, das ist doch um einiges besser, ne? Also, das nenne ich Schaden. Rosaria Schlafgemach, jetzt mit Freuden. Und wenn ich jetzt das richtig sehe, mache ich irgendwas mit 177 Schaden mit jedem Schwert. Das ist Damage, den ich sehen möchte und der sich sehen lassen kann. So. Ich frage mich ja, ob es noch einen besseren Stab gibt als den, den ich jetzt schon besitze. Und der große, schwere Pfeil war auf jeden Fall Gold wert. Definitiv. Und ich hoffe, ich komme teilweise hinter die Gegner, damit ich auch einen Backstab landen kann. Wäre sonst ein bisschen scheiße. Und das Spiel merkt sich auch noch, selbst wenn ich im Feuerbandschrein wieder bin, dass der Fahrstuhl eigentlich oben war. Wieder. Sehr gut. Wisst ihr was? Ah, nee. Na, nein. So. Sorry. Sehe ich jetzt nicht ein. Kommt der jetzt da oben oder? Ja. Da bin ich jetzt so fies. Da bin ich jetzt einfach so fies. Weil, ja, ich kann nichts machen sonst. Ich habe keine Sonne, Mann. Nee. Oh Gott. Ich gebe mir gerade nicht mein bestes Kunststück und der ist halbwegs tot. Und wo ist jetzt? Ja, super. Übertreibt's nicht, ihr Vollidioten. Die sind ja viel aggressiver. Zum Glück Backstab, das schützt mich. Ne,
ich es mit dem nicht schaffe, dann mit gar keinem. Zum Glück macht die Schockwelle der Pissers nichts aus. Aha. Dankeschön. Kleine Puppe, genau die braucht ihr. Dankeschön. Heiliger Meter. Nee, wie so ein leichter Boss so schwer sein kann, ich weiß es nicht. Weil, ihr könnt beim anderen Ding gucken. Ohne Spaß, da habe ich nur irgendwie so reingehauen und der ist weg gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ohne Spaß. Ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht gelegt, alleine. Na? Immerhin, wir haben jetzt trotzdem beide gelegt. Und ich habe es auch nur gemacht, weil der gerade erschienen ist. Ne? Sonst hätte ich nicht drauf zurückgegriffen. Und es gibt auch nur 10.000 von den Seelen. Irgendwie, naja. Ob das jetzt so geil war. Das ist eigentlich wie der Kristallweiser. Der hat nichts drauf, der Boss. Im normalen Fall. Und das Magier hast du da komplett einfach verloren, wenn du so willst. Außer ihr hättet mir einen Tipp, wie ich den besiegen kann fürs nächste Mal. Leider bin ich zurück. Und das ohne den allein gekillt zu haben. Tut mir sorry. Kann ich nicht viel für. Ich fühle mich irgendwie depri, dass ich den nicht alleine schlagen konnte. Irgendwie. Naja, egal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken, meine Freunde. Ich hoffe, die nächsten... Nein, eigentlich sind die nächsten Bosse eigentlich wieder allein zu legen mit dem Magier. Na? Was ist der nächste Bossfight, den wir haben werden? Wir müssen ein Schwert aufnehmen. Und zwar in der gottlosen Hauptstadt. Um Jorm, den Riesen, zu killen. Ja. Und es gibt noch ein Skelettvollidiot, der in der Kanalisation wartet. Wie heißt der nochmal? Das ist nicht Jorm, das ist... das ist noch ein anderer Spasti. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt da. Der mit dem Schädel und seinem dunklen Gedöns. Ja, da muss ich zwar die Klinge dann auch wieder ausrüsten, aber das ist einfacher. Der hat nur 3 Leben in diesem Sinne, seine 3 Ringe und dann ist es vorbei. Das ist einer der einfachsten Bosse ever. Also wer bei dem irgendwie abkackt, also gut, am Anfang, okay. Aber wenn man dann weiß, okay, die Ringe sind das Ziel und so wie beim Baumboss, wo man weiß, die Eier sind das Ziel, dann schlägt man auf die Eier, egal wo sie sind, auf dem Bauch oder an der Hand oder keine Ahnung wo, und lässt den ganzen anderen Körper liegen. Und genau so ist es bei dem Skelettboy. Wie gesagt, wissen tue ich nicht mehr, wie er heißt, aber warte mal. Es ist einer der Typen da. Wer bist du? Jorm der Riese, den habe ich erwähnt vorhin. Die Wächter des Abgrunds habe ich besiegt, gerade eben alleine. Das habe ich nicht mal geschafft. Sonst, Doderick fehlt sowieso. Lutlet, der Verbannte, war es Lutlet? Oder war es Aldrich des Abgrunds? Ja, ich glaube, es war Aldrich des Abgrunds. Ach so, da sind sie jetzt wieder. Oh, we spoke before on the road of Sacred with the Mother of Olpapans. So, ich muss einfach mit denen reden. Weil ich dann vielleicht wieder die Hochzeit stattfinden lassen kann. Um natürlich noch weiter in die Höhe zu schießen. Very well, then taken.
mit besseren Waffen oder so. Mach. Wegen so wenig. Naja, gut. Ist auch egal. Was haben wir bei Wächter des Abgrunds noch? Horace, du wirst bald tot sein wegen mir. Ich muss ihn bald killen. Bin ich jetzt einmal zu früh abgestiegen? Gibt's das? Naja. Vielleicht bringe ich auch noch bald 20.000 hin und dann können wir noch den Turm erklimmen. And a fine day it is too. Ja. Seele des Diakones Abgrunds feuert ein dunkles Seelensediment ab. Was soll das heißen? Das nehme ich auf jeden Fall. Ach, und der hat nur Schwerter, ne? Seele eines Wolfs plus jetzt wird beides angezeigt. Dann könnte ich sogar... Do not be away. Ja. Dann könnte ich sogar das da machen. Freunde. Wo ist es? So. Ja. Weil ich habe keine Waffen, die ich benötigen würde. Na? So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall das gönnen. Den Schlüssel. Yes. Ashen One. Be sure to bring more souls. Ja. Dir bringe ich garantiert keine Seelen. Oh Mann, die haben die Texturen noch nicht geladen. Die Vollidioten. Und Patches ist auch noch nicht hier. Ah, endlich fertig geladen. Wunderbar. Schlüssel. Turmschlüssel benutzt. Sehr interessant. Wach. Oh, ich bin noch in der Aufnahme. Ups. So, jetzt habt ihr mich mal ernsthaft wieder mal Berndeutsch reden hören. Heftigerweise. Tja, wer bis hierhin dran war, ne? Feuerhüterseele, die kann man abgeben für ein anderes Ende. Ich möchte aber dieses Ende nicht. Tut mir leid, ich möchte wieder das alte Ende haben, was ich einst hatte. Ne? Ah, lalalala. Das schwierigste Ende, wohl bemerkt. Und ich hoffe, ich überlebe das jetzt, was da gerade passieren wird. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Uh-huh. Oh, sorry. Nein! Ich hab das Falsche gemacht, ich Vollidiot. Genau das, was ich nicht machen wollte, ist passiert. Genau das, was ich nicht machen wollte, ist passiert, meine Freunde. Warum passiert mir das immer? Immer wenn ich auf Kreis klick, geht, macht der so einen
Hinterrücksteppen, ne? Und jetzt bist du hier, Patches? Ja, hi, du Wichsknödel. Ah, okay. You're alive. Ja. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. Muss ich dir eins über die Rübe knallen? I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Eigentlich ja. Nicht. Aber ja. Ich vergebe dir. Oh, fantastic. A wily second chance. I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend. Forever. Man muss doch mit Kreis rennen und mit L3 springen in Dark Souls 3. Ist das nicht mehr so? Oder hab doch er springt? Und warum vorher nicht? Ach, jetzt braucht er auch keine Anlaufsession mehr. Ich weiß ja nicht, was der kleine Schimmel hier gerade mit mir versucht, aber naja. Patches Hocke. Oh, okay. Yes, yes. What can I do? Aren't you glad we made good of things? Warum kriegt man Patches Hocke? Bitte, das sieht aus, als würde er scheißen. Can't find him. Es sieht aus, als würde er definitiv scheißen, der Junge. Der scheißende Patches, Mann. Und er wollte einfach nur, dass wir hier unten lang gehen. Beim ersten Mal kam ich voll nicht nach, was die wollen. Aber eigentlich wäre es so kackendreist, einfach hier hinzukommen. So. Danke. Na. Na. Feuerhüterrobe. Jetzt reicht's mir nämlich. So. Trinken. Jetzt noch hier runter. Danke. Seht ihr? Nimmt nochmal die Hälfte weg, ne? Der kleine Schabracken-Dude. Estus-Ring. Aha. Heißt das, wir haben noch einen Estus mehr, oder wie? Keine Ahnung, aber ihr kennt den Scheiß hier gerade, oder? Und nur deswegen bin ich jetzt nochmal hier hingekommen, Meine Fresse, Und dafür habe ich jetzt eine Glut liegen lassen, ne? Haben wir noch was auf dem Dach liegen lassen? Ja, ich glaube, das mache ich mal kurz noch. Jetzt kann ich das ja machen mal. Ich bedanke mich. Ja, das ist die erste Glut, die ich jemals hier in diesem Run verwendet habe. Und ja, so unsinnig die andere zu verlieren, war nicht gerade nett. Ha. Hier oben kann man auch schon hin und irgendwie Items tauschen. Okay, interessant. Ich wollte eigentlich nur die Leiter mal runterlassen. Dankeschön.
Dann muss ich hier nicht zwingend immer hier über den Bug rüber. Also Bug ist es ja nicht, aber man kann sich hochbuggen. So. Tja, dann war's das eigentlich. Und dann machen wir bei den Wächtern weiter, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.